Hey Leute, ich bin total aufgeregt, euch die 7 besten Nvidia-Grafikkarten vorzustellen. Als Gaming-Enthusiast und Technikliebhaber habe ich intensiv recherchiert und meine persönliche Top-Liste erstellt. In diesem Video erfahrt ihr alles Wichtige zu diesen beeindruckenden GPUs. Von unglaublicher Leistung bis hin zu atemberaubender Grafikqualität bieten diese Karten alles, was ihr euch wünscht. Egal, ob ihr ein passionierter Gamer seid oder rechenintensive Aufgaben bewältigen möchtet, hier werdet ihr fündig. Bevor wir starten, habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr solcher Inhalte sehen möchtet, abonniert bitte meinen Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Vergesst nicht, das Video zu liken und zu kommentieren, damit ich eure Meinungen und Fragen erfahren kann. Und aktiviert unbedingt die Glocke, um über neue Videoveröffentlichungen informiert zu werden. Jetzt aber genug geredet, lasst uns in die faszinierende Welt der besten Nvidia-Grafikkarten eintauchen. Die RTX 4070 ist eine leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia, speziell für anspruchsvolle Anwendungen und Gaming-Enthusiasten entwickelt. Mit 12 GB GDDR6 Speicher bietet sie beeindruckende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele. Die Karte unterstützt auch Raytracing-Technologie für realistische Beleuchtung und Schatten, was Spiele noch immersiver macht. Die RTX 4070 bietet beeindruckende Leistung, Raytracing-Fähigkeit und großzügigen Speicher für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele. Sie ermöglicht eine immersive Erfahrung und realistische Beleuchtung und Schatten durch die Raytracing-Technologie. Die Grafikkarte hat jedoch auch negative Aspekte. Sie ist teuer und möglicherweise unerschwinglich für viele Benutzer. Außerdem verbraucht sie aufgrund ihrer Leistung viel Strom, was die Betriebskosten erhöht. Die Größe der Karte kann auch zu Kompatibilitätsproblemen führen. Die RTX 3060 ist eine leistungsstarke Grafikkarte für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen. Mit 8 GB GDDR6 Speicher bietet sie solide Leistung und unterstützt Raytracing für realistische Grafikeffekte. Die Grafikkarte bietet solide Leistung und unterstützt Raytracing, was Spiele immersiver macht. Sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist energieeffizienter als andere High-End-Grafikkarten. Ein möglicher negativer Aspekt ist ihre mögliche Unzureichheit für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele. Zudem verfügt sie nicht über so viele CUDA-Kerne oder Speicherkapazität wie einige andere Modelle in der RTX-Serie. Die RTX 3060 Ti ist eine leistungsstarke Grafikkarte für Gaming-Enthusiasten und anspruchsvolle Anwendungen. Mit 8 GB GDDR6 Speicher bietet sie eine herausragende Leistung in den meisten Anwendungen und Spielen. Sie unterstützt auch Raytracing-Technologie, die für realistische Beleuchtung und Schatten sorgt und das Spielerlebnis immersiver macht. Die RTX 3060 Ti bietet beeindruckende Leistung und unterstützt Raytracing, was Spiele immersiver und realistischer macht. Sie bietet eine erstklassige Leistung zu einem erschwinglichen Preis und ist energieeffizienter als einige High-End-Modelle. Ein negativer Punkt ist, dass der Speicher mit nur 8 GB für einige anspruchsvolle Anwendungen möglicherweise nicht ausreichend ist. Die RTX 4070 Ti ist eine leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia für anspruchsvolle Gamer und Content-Ersteller. Die RTX 4070 Ti bietet beeindruckende Leistungsfähigkeit mit einem hochmodernen GPU-Chip, vielen CUDA-Kernen und Unterstützung für DirectX 12 Ultimate. Die Grafikkarte unterstützt Raytracing-Technologie, die zu beeindruckenden Reflexionen, Schatten und Lichteffekten führt und Spiele und Grafikanwendungen visuell beeindruckender macht. Sie bietet auch eine beeindruckende VRAM-Kapazität, die für anspruchsvolle Spiele und den Einsatz von VR-Anwendungen geeignet ist. Mit genügend Speicherplatz können hochauflösende Texturen und komplexe Szenen ohne Einschränkungen gerendert werden. Ein möglicher negativer Punkt ist der höhere Preis im Vergleich zu anderen Grafikkarten. Die Karte gehört zur High-End-Kategorie und ist entsprechend teuer. Dies könnte für einige Nutzer mit begrenztem Budget eine Überlegung sein. Die GTX 1650 ist eine erschwingliche Grafikkarte, die speziell für Gaming- und Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Sie bietet eine solide Leistung für 1080p Gaming und ermöglicht ein flüssiges Gameplay in den meisten aktuellen Spielen. Die GTX 1650 bietet neben ihrer erschwinglichen Preisgestaltung auch eine bemerkenswerte Energieeffizienz und Kühlung. Mit einem niedrigen Stromverbrauch erzeugt sie weniger Wärme und erfordert keine aufwendige Kühlung. Dies führt zu einem leiseren Betrieb und einer angenehmen Spielerfahrung. Ein weiterer Vorteil ist ihre kompakte Größe. Dank ihrer Single-Slot-Konfiguration benötigt sie weniger Platz in ihrem System. Dies macht sie ideal für kleinere Gehäuse oder Systeme mit begrenztem Platzangebot. Ein negativer Punkt ist ihre begrenzte Leistung im Vergleich zu High-End-Grafikkarten.
Obwohl sie für 1080p Gaming ausreichend ist, könnte sie bei höheren Auflösungen oder anspruchsvolleren Spielen an ihre Grenzen stoßen. Ein möglicher Nachteil ist die begrenzte VRAM-Kapazität von 4 GB, die möglicherweise nicht ausreicht für Spiele mit hochauflösenden Texturen oder speicherintensiven Anwendungen. Die RTX 4080 ist eine leistungsstarke Grafikkarte, die speziell für anspruchsvolles Gaming und kreative Anwendungen entwickelt wurde. Mit ihrer fortschrittlichen Architektur und modernen Technologien liefert sie beeindruckende Grafikleistung und flüssiges Gameplay in hohen Auflösungen. Die RTX 4080 beeindruckt mit hoher Leistungsfähigkeit durch ihren leistungsstarken GPU-Chip und eine hohe Anzahl von CUDA-Kernen. Sie ermöglicht schnelles und flüssiges Gameplay selbst bei anspruchsvollen Einstellungen. Die Grafikkarte liefert beeindruckende Bildqualität, realistische Grafikeffekte und hohe Bildwiederholrate für ein immersives Spielerlebnis. Die Grafikkarte unterstützt die Raytracing-Technologie, die eine realistische Darstellung von Schatten, Reflexionen und Lichteffekten ermöglicht. Dadurch werden Spiele visuell aufgewertet und bieten eine beeindruckende Grafikqualität. Der Preis könnte hoch sein, was sie zu einer teuren Option machen kann, insbesondere für Nutzer mit begrenztem Budget. Ein möglicher Nachteil ist ihr höherer Energieverbrauch aufgrund ihrer leistungsstarken Komponenten und hohen Rechenleistung. Dies kann zu höheren Energiekosten und einer erhöhten Wärmeentwicklung führen, wodurch eine effiziente Kühlung und ausreichende Stromversorgung erforderlich sind. Die RTX 3070 ist eine leistungsstarke Grafikkarte, die speziell für Gaming-Enthusiasten entwickelt wurde. Sie bietet eine beeindruckende Grafikleistung und moderne Technologien zu einem erschwinglichen Preis. Die RTX 3070 bietet eine hohe Leistungsfähigkeit mit ihrem leistungsstarken GPU-Chip und einer hohen Anzahl von CUDA-Kernen. Sie ermöglicht eine herausragende Grafikleistung, die auch bei anspruchsvollen Spielen eine flüssige Wiedergabe gewährleistet. Die Unterstützung von DirectX 12 Ultimate sorgt für verbesserte Bildqualität und realistische Grafikeffekte. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Unterstützung von Raytracing-Technologie. Die Grafikkarte kann Lichtstrahlen in Echtzeit simulieren, was zu realistischen Schatten, Reflexionen und Lichteffekten führt. Dadurch werden Spiele visuell beeindruckender und bieten ein immersiveres Erlebnis. Die Grafikkarte zeichnet sich auch durch ihren erschwinglichen Preis im Vergleich zu anderen High-End-Grafikkarten aus. Dies macht sie attraktiv für Spieler mit begrenztem Budget, die dennoch hohe Leistungen und moderne Technologien suchen. Ein möglicher negativer Punkt ist die begrenzte VRAM-Kapazität von 8 GB, die bei anspruchsvollen Spielen mit hochauflösenden Texturen oder VR-Anwendungen möglicherweise an ihre Grenzen stößt. Ich hoffe, ihr habt das Video über die 7 besten AMD-Grafikkarten genossen und konntet hilfreiche Informationen darüber erhalten, welches Modell am besten zu euren Anforderungen passt. AMD bietet eine breite Palette an leistungsstarken Grafikkarten, die euer Gaming-Erlebnis auf ein neues Level heben können. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos über Hardware, Gaming und Technologie zu erhalten. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und teilt eure Meinung oder Fragen in den Kommentaren mit. Ich freue mich darauf, euer Feedback zu hören und euch bei der Wahl eurer perfekten Grafikkarte zu unterstützen. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren, um keine Benachrichtigung zu verpassen, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand der Technik und verpasst keine spannenden Inhalte mehr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal. Happy Gaming!